Klasse gefahren. Mein Berater hier sagt, auf Rädern bist du ein Ass. Ich komme zurecht. Der hier könnte nützlich sein, Demis. Ich finde, wir sollten ihn behalten. Vergiss es, Packer! Im Ödland haben die Sandstürme Artefakte freigelegt. Diese Gegenstände liegen seit Jahrhunderten tief im sandigen Boden verborgen. Nehmt das Fahrzeug und findet möglichst viele Gegenstände, bevor wieder neue Stürme aufziehen. Eine Sache noch. Wenn ihr in einen Sturm kommt, reißt er euch die Haut vom Leibe. Oh, toll! Ist ja sehr beruhigend. So, Leute, willkommen zurück zu Jack 3. Ich bin aus Versehen... Was? Oh, nee, auf Zeit geht das. Ich bin aus Versehen schon in die Zwischensequenz reingefahren. Wollte auch eigentlich noch begrüßen, aber hat nicht ganz so geklappt. Tut mir leid dafür. Aber, ja, ich habe irgendwie megamäßig Lust auf das Spiel. Keine Ahnung, der letzte Part hat mir mega Lust drauf gemacht, auf mehr. Und ich hoffe, ist bei euch genauso. Weil, ich weiß nicht, ich hab wirklich so ein bisschen Hoffnung, dass dieses Spiel besser wird als, hallo, seid doch nicht so schnell, dass dieses Spiel besser sein wird als, Jack 2. Ich frage mich auch, was die ganzen Typis hier von uns wollen, die beschießen uns die ganze Zeit, obwohl wir ihnen nichts getan haben und ich verliere hier echt mega schnell die Kontrolle mit dem Fahrzeug, das gibt's gar nicht. Ich fahre über einen kleinen Stein und schon, Ja, ich weiß. Oh, deswegen sagt es mir, ich soll springen, weil hier, ach so, weil da war eine Schlucht, die habe ich gar nicht gesehen, beziehungsweise relativ spät erst, okay. Da hätte ich wahrscheinlich mit der Kreistaste so ein bisschen driften müssen. Aber was wollen die von mir, ernsthaft jetzt? Das sind doch auch diese Wüsten-Typis wie wir. Und das Problem, das größte Problem ist ja, wir können uns ja nicht mal richtig wehren gegen sie, sondern wir sind ihnen mehr oder weniger ausgeliefert, verdammte Axt. Und wenn sie uns jetzt töten, okay, wir haben noch relativ viel Leben. Das ist schon mal gut. Aber trotzdem, schaut euch das an, die drängen uns weg. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Okay, geht weiter. So, schön abgebremst. Ich habe sie ausgebremst. Das gefällt mir ehrlich gesagt echt nicht so sehr. Dass die ganze Zeit schießen, das, ich weiß nicht, das macht es irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen schon kaputt, aber so ein kleiner Beigeschmack ist da schon. Oh, komm, schaut doch den Typen an. Was, ja, oh, hallo. Ja, super, komm. Oh, ich werde verlieren. Ich werde es nicht schaffen. Weil der Typ mich abgedrängt hat. Super, das wird, glaube ich, nichts mehr, oder? Komm. Oh, das war knapp. Ey, ich weiß nicht. Klar, die müssen mich so ein bisschen abdrängen, damit es so ein bisschen eine kleine Herausforderung ist. Aber das ist einfach nur nervig, finde ich. Aber gut. Ich fand die in Jack 2 war unter anderem eines der größten Probleme, wie ich fand. Oh, sehr gut. Wie das eine der letzten, eines der Probleme, die ich fand, war, dass halt überall Fahrzeuge rumgeschwirrt sind und die haben einfach nur genervt. Okay, und wo müssen wir jetzt hin? Wir haben alle, und was jetzt? Oh, komm, lass mich in Ruhe, Mann. Der drängt mich vorhin megamäßig weg. Es ist nicht nur so, dass er mich leicht stößt, so, keine Ahnung, so, hey, ich stoß dich so ein bisschen, sondern er drängt mich wirklich megamäßig weg und, ja, ich komm, das ist echt, das gibt's nicht. Das ist echt richtig bescheuert, muss ich schon sagen, sorry. Das ist bescheuert. So, komm jetzt. Bitte, ohne dass uns irgendjemand abdrängt, jetzt zum Ziel, wenn wir es überhaupt noch schaffen können. Weil ich weiß nicht, vielleicht haben wir schon zu viel Zeit verloren. Das wäre megamäßig ärgerlich. Ja, ich versuche mich doch zu beeilen. Vor allem, wieso haben die keine Angst vor dem Sturm? Das gibt's doch nicht. Okay, ich glaube kaum, dass wir das noch... Obwohl, doch, komm, das können wir schaffen. Bitte. Nein, du Pisser. Okay, komm. Ey, wieder mal so eine enge Entscheidung, wie im letzten Rennen auch. Aber wir haben es geschafft. Zum Glück. Gut gemacht. Das war knapp. Oh, machst du dir etwa Sorgen? Demis sagt... Meine Sorge galt den Artefakten und die werden wir gut verwenden. Die Rüstung, die du gefunden hast, ist sehr selten. Packer sagt, Ma trug sie im großen Kampf um den Planeten vor langer Zeit. Behalte sie. Glaub mir, du wirst sie brauchen. Ey, wir bekommen einfach so... diese coolen Artefakte? Einfach so?
Ja, okay, habe jetzt nichts dagegen, muss ich sagen. Aber gut, hat sich wenigstens das Ganze für uns gelohnt. Wir haben nur die Artefakte gefunden und wir dürfen sie auch behalten. So, okay, das war jetzt, fand ich, eher so eine Joa-Mission. Aber gut, kann nicht jede Mission megamäßig toll sein. Das muss uns auch bewusst sein. Und jetzt schauen wir, was hier ist. Ihr seid immer noch hier? Ja, wir hängen hier rum, genießen die Sonne. Das ist kein Spiel. Ich bin Sim. Wir Mönche erforschen und hüten die Geheimnisse der Precursor. Diese Sprungtiere bringen uns dorthin, wo ihr nicht hin könnt. Mann, die futtern vielleicht was weg? Vorhin hat eins im ganzen Schub Känguru-Ratten verputzt. Dämliche Ratten, blieben einfach sitzen und Ihr macht's hier nicht lange. Der dunkle Echo-Kristall aus dem Satelliten gebt ihn mir, bevor er in falsche Hände gelangt. Ich wette einen hellen Kristall, dass euch meine Mönche in einem Sprungechsenrennen schlagen. Sehen kommt aber. Baruch, Baruch. Sag uns einfach, wo die Startlinie ist. Auf den Mönch. Okay, und vom einen Rennen gleich zum nächsten Rennen wieder. Yeah, aber der Typ ist mir ein bisschen suspekt, muss ich ja schon sagen. Was? Wieso springt? Wieso sind alle gesprungen? Die haben mich voll verwirrt. Das war ein Ablenkungsmanöver von denen. Wieso springen die ganze Zeit? Ja, hier. Ja, das schadet mir einfach. Wieso fügt er mir Schaden zu? Das glaube ich ja gar nicht. Ey, Leute, was soll das? Ernst? Nein, okay, ich hab's versaut. Aber wieso fügen die mir Schaden zu? Das finde ich voll unfair, muss ich sagen. Ja, na, komm da hoch, Kleiner. Es macht zwar Spaß, mit dem herumzurennen, aber ich komme noch nicht so ganz mit der Steuerung klar. Okay, komm, das kriegen wir nicht mehr hin. Lernen wir wenigstens die Strecke so ein bisschen kennen, damit wir es dann beim nächsten Mal hoffentlich ein bisschen besser machen. So, was hat er gegen uns? Weißt du, wir sind einfach so voll lieb in die Stadt gekommen, haben da aus Versehen da dieses Artefakt gesehen und der pisst uns gleich mal an. Oh, dass ich das noch geschafft habe, unglaublich. Aber, ey, die sind da vorne. Oh, das sind die ja. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Komm schon. Bitte. Überhol mal einen. Überhol. Da sterben die ganze Zeit Leute von diesen Dinos. Schaut euch das an, das ist ja. Ich find's witzig, wenn es so scheißegal ist, dass die Leute sterben. Okay, wir sind in Führung. Jetzt bloß noch die Pole Position aufgeben. Dafür, dass ich den. Hallo. Die wissen wahrscheinlich. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, komm jetzt. Die wissen wahrscheinlich sogar, wo es lang geht. Und ich muss hier alles blind machen. Das ist voll unfair. Ja. Komm, versuchen wir es nochmal. Ich habe mir den Weg überhaupt nicht gemerkt. Aber das Wichtigste ist, schnell an die Spitze zu gelangen. Und das machen wir, indem wir springen. Vielleicht sind sie deswegen auch die ganze Zeit gesprungen. Sehr schön. Und jetzt sind wir schon in Pole Position. So, schwieriges Wort. So, komm, beziehungsweise... Oh Gott, ich bin ein bisschen angespannt. Aber diesmal sieht es sogar... Ich will nicht sagen, aber es sieht ganz gut aus, denn... Nein, bitte. Oh, das war knapp. Aber ich glaube, sie haben mich so ein bisschen eingeholt. Aber solange sie mich nicht überholen... Oh, kaum habe ich es gesagt, haben sie mich überholt. Aber kein Problem, wir wissen ja, das Rennen geht ja noch eine Weile. Und von dem her können wir sie noch einholen. Hey, oh, das ist mega unfair. Wieso werde ich zurückgeschlagen, Mann? Sie werden genauso getroffen und ich werde einfach zurückkatapultiert. Das ist nicht nett. So, komm, jetzt aber. Hier überholen wir sie. Ernsthaft. Oh, okay, dritter Versuch, drittes Glück. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Komm, jetzt so, genau so. Perfekt. Und es war rechts lang. Ich bin nach links gegangen. Okay, immer schön springen. So können sie uns nicht treffen, wenn wir in sie rein düsen. Komm schon, weil in der Luft... Nein, ey, das ist so unfair, Leute, ganz ehrlich. Schau. Also perfekt finde ich das Spiel schon mal nicht. Nee, komm, ich kann jetzt nicht sagen, oh, das Spiel ist kacke, nur weil ich das hier nicht gebacken kriege. Aber das ist schon ein bisschen unfair, dass ich die ganze Zeit zurückgestoßen werde, wenn ich getroffen werde. So, komm. Vor allem, seht doch das an. Okay, komm jetzt. Jack, gib dir Mühe. Wenn ich es diesmal nicht schaffe, werde ich einfach den Versuch, den ich dann schaffe, reinschneiden. Weil es macht
keinen Sinn. Komm. Ah, es geht weiter. Es geht weiter. Hä? Das Rennen geht weiter. Ich dachte, das Rennen wäre jetzt zu langsam vorbei. Aber es geht einfach weiter. Nein. Wieso hat er mich überholt? Wieso? Hast du mich überholt, verdammte Axt? Geh weg. Einfach die Leute wegchecken, kein Problem. Die Leute sind scheißegal. Hauptsache, wir kriegen das Rennen hin. Hey, was ist... Ach so, wenn... Okay, ey, komm, ich schneide jetzt das richtige Rennen zusammen. Das macht irgendwie so keinen Sinn. Okay, sechster Versuch. Vierter und fünfter haben nicht geklappt. Und jetzt hoffen wir, dass es ein bisschen besser läuft. Ich überlege mir auch gerade, ob ich den dritten auch rausschneiden soll, weil, ich weiß nicht, es macht ja nicht so megamäßig Spaß, mir die ganze Zeit beim Verlieren zuzusehen. Vor allem, weil die Strecke sich ja nicht ändert. Und mein Commentary ist ja auch nicht auf höchstem Niveau, weil ich mich so ein bisschen konzentrieren muss. Auch wenn ich mich jetzt überhaupt nicht konzentriere. Aber das liegt daran, dass ich den Anfang jetzt so langsam ein bisschen raus habe. Ich muss auch sagen, ich war in den vorherigen Rennen eigentlich ganz gut, fand ich. Bis dann so Stellen kamen, an denen ich einfach nicht wusste, wo lang ich muss. Und das fand ich halt so ein bisschen blöd. Es ist auch so witzig, dass es scheißegal ist, dass ich die Leute hier töte. Es ist so egal, wie es halt... Oh, nee. Nee. Das war blöd. Seht ihr, das meine ich? Ich weiß halt einfach teilweise nicht, wo die Strecke lang geht. Ah, genau hier war die Strecke. Ich wusste nicht, dass ich hier nach links abbiegen muss. Deswegen bin ich so ein bisschen rausgekommen. Jetzt bin ich noch ein bisschen drin. Und ich hoffe, das gelingt mir auch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie lang das hier noch geht, weil ich habe so langsam, zum Beispiel hier jetzt habe ich das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehen. Kann das sein? Oh, nee. Ja, schaut euch das an. Das ist echt unfair. Mir wird auf der Karte nicht mal angezeigt, wo ich lang muss. Das wär mega die Hilfe, wenn es mir gezeigt würde. Aber da ist die Zielgerade. Ja, sehr gut. Oh ja. Ha, wir haben es den Kröten gezeigt. Zurück, du ekliges Vieh. Gut gemacht. Der Kristall gehört dir. Kommen helle und dunkle Kristalle zusammen, entstehen große Energien. Hüte sie gut und gib sie bitte wieder zurück, wenn du stirbst. Das habe ich nicht vor. Warum bist du so vom Tod besessen? Das ist der Grund. Der Tagesstern nähert sich und wird täglich heller. Unserem Planeten steht die letzte Prüfung bevor. Ich muss sagen, das Rennen war richtig cool. Was mir nicht so gefallen hat, ist halt, dass ich die ganze Zeit zurückgestoßen wurde. Das war nicht so geil und dass ich halt nicht wusste, wo lang man muss. Aber gut, das kann halt schon mal passieren. Kann ich die fressen? Ja. Oh, sorry. Ich find's echt ein bisschen schade, dass es sowas von scheißegal ist, wenn ich die Leute töte. Ich versuch mal da den Precursor-Orb zu bekommen. Sehr geil. Okay, hier gibt es wahrscheinlich jede Menge Precursor-Orbs. Die werde ich im Let's Play wahrscheinlich nicht alle einsammeln. Aber vielleicht werde ich das offscreen irgendwann mal machen. Nee, ich muss sagen, die erste Mission war nicht ganz so cool. Die hier fand ich schon besser, das Rennen. Wie hat es euch gefallen? Erzählt mal, ob es euch auch besser gefallen hat oder eher weniger. Wir haben zwar noch immer nicht in die Herzen der Mönche hier gerannt, beziehungsweise, was wollte ich sagen? Ich wollte einfach sagen, dass ich gehofft habe, dass die Mönche uns vertrauen, wenn wir das Rennen gewinnen, aber hat nicht geklappt. So, wir gehen jetzt schon mal zur nächsten Mission, aber ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle auch den Part. Ich weiß nicht genau, wie lang der wird, weil ich ja halt noch ein bisschen was rausschneide, aber sollte jetzt nicht zu kurz sein. Und im nächsten Part geht's ja weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Du hast einen neuen Geheimnis. Okay. Cool. Das ist auch schön. Also wie gesagt, im nächsten Part geht's dann weiter. Ey, es geht hier lang. Bis dahin, meine lieben Freunde, schön Feedback geben, schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.